hab so lange an ihm rumgebaggert, damit er überhaupt nach Hamburg hier zu mir in den Shelly kommt. Hallo, Inas Nacht ist wieder da. Heute mit Quatschmacher Gott Helge Schneider und mit der Pöbelkanone Wolfgang Trepper. Außerdem Musik von meiner Lieblingstina Dico. Und zum Schluss gibt's noch Rap mit Grips von Motrip. Yeah, yo, yo, Leute, yo. Mein erster Gast ist so toll. Er ist quasi, man könnte eigentlich sagen, ein Musikquatschmacher. Aber er hat ganz viele Kinofilme gemacht. Er hat so viele Bücher geschrieben. Und ich liebe ihn sehr. Ich hoffe, das hört er nicht, weil das hört sich so schleimig an. Bitte, Leute, begrüßt mit mir den einzig wirklich Wurstbonbon-Liebhaber, Helge Schneider! Also ist raus. Rechts oder links? Da ist etwas mehr drin. Prost. Da habe ich schon die Schnäpse reingetan. Ja? Prost, Jungs! Komm, wir gehen da rein. Willst du mal durchrücken? Soll ich da rein? Ja, bitte. Ja, gut, okay. Du bist dafür, dass wir draußen 35 Grad haben, echt warm angezogen. Ja, ja, muss so sein. Ich bin es gewohnt, in der Hitze zu sein, in der Hitze zu leben. Aber du lebst ja in Spanien schon so lange, oder nicht? Ja, aber überall. Ich bin noch mal ein bisschen weiter. Noch weiter. Wenn eine Symmetrie hin. Nee, so. Ist hier? Nee, ja, so. Das also, ich oft da. So da. Ja, ja, so ist gut. Bis zu der Klebefolie hier. Ja, ist aber keine Klebefolie, nee, damit du da sitzt. Ist auch kühl hier unten. Ich habe eine Klimaanlage da drin für klimakterische Frauen. Aber es ist unangenehm, ne? Kalt. Ne? Findest aber du? Egal. Ja. Aber du hast ja zum Glück dicke Turnschuhe und eine dicke Joggingbuchs an. Mhm. Prost, Ina. Warum eigentlich Spanien? Weiß ich doch nicht. Hm. Einfach so? Ich kann mir gar nicht vorstellen, gehst du denn so, schmierst du dich ein mit Sonnenblocker und legst dich an? Nein, ich gehe nie in die Sonne. Ich gehe nie in die Sonne. Immer im Schatten. Das ist ein Geheimnis auch, wenn man, sagen wir mal, ja, du bist für Spanien nicht so braun. Nee, ich genau, brauner. Weil ich nur im Schatten bin. Ach so. Ausschließlich im Schatten. Und wenn du im Schatten liegst, cremst du dich da? Cremt sich Helge Schneider? Nein, ich creme mich sowieso nicht ein. Nie, ne? Ich bin kein Cremetyp. Du wirst 60, ne? Das ist ja. Was? Oder du bist 60. Ich bin schon 60 geworden am 30. August. Voll, das ist ja schon länger her. Ja, ja, aber voll alt. Ja, ja. Ja, nun. Wie hast du denn gefeiert? Oh, war schön. Ich war besoffen. Ach, ehrlich? Ja, ja. Ich habe 3 Bier getrunken, aber reicht nicht. Und dann weißt du, ist ein Bier und dann bist du dudeldick? Eins nicht, aber 3. 2, so lala, aber 3, dann. Das heißt, du verträgst keinen Alkohol, du bist eine Frostbeule? Ja, Frostbeule, kein Alkohol. Weil du jetzt schon 60 bist? Nee, das war immer schon, auch mit 2. Hast du denn schon irgendwelche Grunderkrankungen? Ja. Was denn so? Die Beine wollen manchmal nicht mehr. Bei 100 Meter Lauf komme ich nicht mehr unter 10-0. Nee, merkst du das schon? Habe ich nicht mehr, ja. Stabhochsprung rutsche ich manchmal ab. Und ja, solche Sachen, ne? Und so Gicht und Rheuma und sowas? Ja, habe ich auch schon. Ach, da habe ich auch schon. Aber das bekämpfe ich, indem ich also psychisch dagegen angehe. Hast du einen Psychiater? Weil man wird ja im Alter. Nein, ich bin ja Psychiater. Ich habe das ja gelernt. Aber das war nur hobbymäßig damals. Das weiß ich. Das hast du nur hobbymäßig gemacht. Wenn du richtig alt bist, möchtest du dann in ein Heim oder möchtest du bei einem von deinen Kindern leben? Nee, oh nee, das auch nicht. Wo denn hin? Nee, auch was wo weiß denn ich? Hin? Was weiß ich man doch muss nicht. Ja wohin? Weiß ich zum Beispiel habe keine Kinder. Meine Hand wird ins Leere greifen im Moment, ja, wenn ich sage. Ich wollte mir ein U-Boot kaufen, aber ist auch nicht das Richtige, glaube ich. Und kennst du das auch schon so aufräumen für den Tod? Also, dass man schon Garage anfängt?
sauber machen. Du hast so viel schon verkauft. Seit Jahrzehnten bin ich dran. Du hast schon deine Motorräder alles verkauft, du hast deine Heimorgeln verkauft. Ja, teilweise, ja. Du hast deine Oldies, wie heißen die alte Autos? Oldtimer. Die hast du schon verkauft? Ja, aus Faulheit aber. Ich kümmere mich da überhaupt nicht drum. Alle Trecker verkauft und das ist nicht die Vorbereitung auf Sterben, weil du gesagt hast, damit es hier sauber ist und... Naja, aber es ist schon eine Vorbereitung, wenn man Sachen weggibt, verschenkt und so weiter, die man vielleicht noch braucht, aber dann denkt auch, die brauche ich ja sowieso nicht mehr. Zum Beispiel eine Überlegung ist auch, wenn man 60 ist, soll ich überhaupt noch zum Zahnarzt gehen oder nicht? Ne? Jetzt wirklich, beim Zahnarzt gucken die schon doof, wenn du mit 50 ein teures Implantat hast. Aber ich liebe es auch, zum Zahnarzt zu gehen. Ich gehe da jedes halbe Jahr hin und dann sagen die mal, ach Herr Schneider, wir finden leider nichts. Ja, dann sage ich, das tut mir auch leid. Aber das ist ja dann auch für mich lässt billiger. Lässt du bleachen manchmal schon? Was für ein Ding? Bleachen? Nee. Du lässt immer nur gucken, Zahnstein weg, weil Zahnstein riecht, das wissen ja die wenigsten. Das ist meistens nicht der Magen, es ist meistens Zahnstein. Das würde ich jetzt nicht so sagen. Es kann alles Mögliche sein. Es kann auch sein, dass draußen irgendwie Kanalarbeiten sind oder so. Ja. Sagen, wenn mir jemand mal wieder gegenüber sitzt, dann will ich sagen, Mensch, sind hier wieder Kanalarbeiten oder was? Bereust du irgendwas in den letzten 60 Jahren? Irgendwas, was du getan hast? Nein. Irgendwas, wo du sagst, Scheiße. Nee, ich bin nicht so. Nee? Ich guck nicht zurück. Du guckst ehrlich. Immer nach vorne? Ja, auch nicht. Ich guck nur jetzt. Ich guck auch ein bisschen nach vorne. Nächstes Jahr zum Beispiel denke ich, mal gucken. Du hast ja 2014, also letztes Jahr, gesagt, ich höre auf. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, das habe ich gerade gelesen. Ja, da sagst du was. Ja. Weil das kaum einer mitgekriegt hat. Warum eigentlich nicht, wenn es heißt, Helge Schneider ich hab's hört einfach auf. Nein, ich habe nicht gesagt, ich höre auf, ich mache mal eine Pause. Wenn ich aufhören würde, das würde man schon mitkriegen. Das wäre aber da wäre ja was los. Das wäre eine Katastrophe. Was los in Deutschland? Ja. Ich glaube, da wird keiner mehr irgendwie Versicherungen bezahlen. Oder nee, da wäre vorbei. Alles vorbei. So, aber du hast irgendwie gesagt, ich will nicht mehr auf Tour gehen. Ich war ja 40 Jahre fast auf Tournee. 35. Ja, oder 35. Jetzt will ich mal kurz aufhören. Ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Aber jetzt habe ich mir vorgenommen, nächstes Jahr doch wieder auf Tournee zu gehen. Und warum? Ja, reich genug Spaß. Bist du doch, oder nicht? Du musst total viel Geld haben. Nee. Warum nicht? Ja, ich habe ja alles ausgegeben. Ist das schön. Der Hafen. Echtes Schiff. Es scheint ein Hafen zu sein. Ja, ne? Ist das schön. Ich krieg so Fernweh. Ja. Es geht mir in mein Sonnengeflecht direkt rein und ich könnte dann schon, Tränen habe ich schon wieder in den Augen. Ein kleines Rolling Home. Rolling Home. Rolling Home. Home. Rolling Home. Across the sea. Gänsehaut. Rolling Home. Hamburg. Schönes Lied, ne? Ja, es gibt so. Hast du mal so ein Fable gehabt für Schenkis? Für solche Gesänge? Ja, Rudi Sutka und die Freiwache der Santa Monica. Kann ich nur empfehlen. Aus Ruhrpott wahrscheinlich. Nee, das oder ist ja aus Hamburg. Ach so. Ja, so in den 40er Jahre oder sogar noch eher. Ja. Du hast ja jetzt, wenn du sagst, 35 Jahre getourt. Ne? Ich bin ja auch auf Tour, aber nicht ganz so lange wie du. Ich glaube, ich tour seit 20 Jahren. Was? Ja. Seit Kindesbein? Ja. Seit jüngster Kindheit, seit Dass Baby. Du sowas, so einen billigen jetzt machst, hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Wenn du sonst so ausgewählt mit den Gags bist. Ich gute Ideen so, ne? Ja. Guck mir irgendwie bekannt vor. Ja. Kannst du eigentlich Witze erzählen oder hast du Witze erzählen? Ich kann Witze nicht so erzählen, ne. Es gibt so Menschen, ich finde Witze auch gut, aber ich kann die nicht so erzählen. Wenn einer die erzählen kann, freut man sich. Ich kann mal versuchen, ein Hase geht in eine Apotheke. Die Apothekerin kommt raus mit einer Tüte Möhren, die der Hase wollte. Tja, jetzt weiß ich nicht mehr, das war der Witz. Dann kannst du nicht so gut Witze erzählen. Nein, kann ich nicht. Mit solchen Witzen Geld verdienen. Ja. Und der hat sehr das viel. Das ist natürlich ein Witz, da muss man unheimlich lange nachdenken, damit man den Witz daran erkennt. Und dann endlich feststellt, vielleicht ist der Witz doch nicht witzig. Hast du eigentlich schon Krampfadern und so? Nee. Nix? Nee. Toll. Weil hast du in deinem Leben mal viel Sport gemacht? Nee, eigentlich nicht. Aber auf der Bühne laufe ich so viel hin und her.
Ich habe mir mal so ein Kilometermesser ans Bein gemacht und kam bei einem Auftritt auf 380 Kilometer. Prost! Prost! Herrlich. Man kann sich richtig vorstellen, wie die losfahren. Aber ja, oder? Ja. Und Vicky hinten drauf. Da, ja, da, das kenne ich nicht. Habe ich nie geguckt. Da, da, da. Warum nicht? Die Kinder haben da manchmal als Zeichentrick geguckt. Aber sonst, ich habe viel Manko in der Beziehung. Für mich gibt es noch Cebulon, das Zauberkarussell. Das habe ich nie gesehen. Was Rintintin. Ist das denn? Kenn ich ja, auch nicht. Das kannst du auch nicht. Schwarz-Weiß. Das kannst du gar nicht erkennen heutzutage mehr. Aber wir sind jetzt nicht so weit auseinander. 10 Jahre. Wie alt bist du denn? 50. 50 schon? Wenn, ja. Könntest du dir nicht vorstellen, mit einer 50-jährigen Frau zusammen zu sein? Klar. Ehrlich? Sicher. Auch 60? Ja, auch. Wenn du jetzt eine Gleichaltrige hättest, ja, dann wäre die ja 60. Ja. Toll. Ja. Ja, hast du denn eine nicht? Frau im Moment? Nein. Ja, sicher. Denn? Ach, ehrlich? Ja, natürlich. Fest? Ja, feste Frau. Genau. Das finde ich gut, so würde ich es auch machen. Ja. Ja, natürlich. Klar. Ja, sicher. Hat Heino auch. Glaube ich, ne? Oder? So, alle haben das. Wenn man dir einen Gutschein schenken würde für eine Beauty-OP, ne, würdest du das dann machen? Oder was würdest du dann machen? Gibt's Penisverkürzung vielleicht. Ich wusste es. Ich hätte drauf wetten sollen. Nein, ich finde sowas einfach nur aus optischen Gründen eine Schönheitsoperation würde ich jetzt nie machen. Irgendwas, ich finde es irgendwo schade. Wo du jetzt sagst, Mann, das hängt aber, das war aber vor 10 Jahren noch. Ja, nun, lass es doch mal hängen. Du bist ja sehr schlank. Schlimm. Machst du denn Diäten oder sowas? Nee, ich mach keine Diät. Ne. Gar nichts? Nee. Du, Drogen, ne? Hattest du eine Drogenvergangenheit? Da weiß man so wenig drüber. Nur Haschisch. Aber dann ordentlich? Naja, ich habe schon früh angefangen. 13, 14 war ich da. Als ich angefangen habe zu rauchen, habe ich auch Haschisch geraucht. Ende der 60er, da war es auch irgendwie normal, ne? Da war es normal, ja. Da hat man das so gemacht, so. Aber ihr nicht, Jungs, ne? Nee, die nicht. Aber wir müssen uns so vorstellen, Ende der 60er, die Männer hatten Anzüge an, die Frauen hatten Kleider an. Ne? Und Jackenkleid, Kostüm und so weiter. Und wenn man dann als Junge dann heranwuchs und lange Haare, die waren dann so bis hier, dann kamen sie schon hinter einem hergerannt zu Hause, wollten sie mir die Haare abschneiden, nachts mit der Schere, mein Vater kommt mit der Schere rein und so. Nee, das hat er nicht wirklich getan. Vorausgegangen war, aber es war Besuch da gewesen, eine Tante war da gewesen, oder eine entfernte Tante. Und ich habe in der Küche zu Abend gegessen, die saßen im Wohnzimmer und dann hörte ich, ich gehe jetzt rüber und schneide dem Bengel die Haare. Das war dann die Tante Lore. Und dann kam die rein mit der Schere und dann habe ich da einen auf die Schnauze gehauen. Und danach war richtig, ich habe also eine Schlägerei gehabt mit den ganzen Verwandten. Meine Mutter hat dann die Polizei gerufen und die kamen dann auch. Ich habe mich dann im Zimmer verbarrikadiert. Das ist jetzt aber eine Käpt'n-Blaubär-Geschichte. Nein, das ist wahr. Ich habe mein Klavier vor die Tür geschoben und so Rock'n'Roll gespielt, Boogie Boogie. Die Polizei kam rein, die haben sich wirklich gewundert, was denn da los wäre. Ich hatte auch noch meine Tante und meinen Vater mit Pfannkuchen beschmissen. Und das waren einfach so Zeiten, wenn du da lange Haare dir wachsen alles an einem Tag. Es war alles sehr schwierig, sich lange Haare wachsen zu lassen. Alles an einem Tag. Und in dieser Nacht oder einen Tag später kam mein Vater dann mit der Schere, wollte auch immer. Dann habe ich mich dann, dann habe ich mein Bett so drapiert, da habe ich was drunter gelegt, damit der denkt, ich liege da drin. Und habe mich so hinter der Gardine auf die Fensterbank gestellt und so, ohne zu atmen. Dann kam der rein, Licht an, hat die Bettdecke weggerissen und ich habe mich kaputt gelacht. Ich lag dann in der Gardine, da kam der aber nicht dran. Der war so klein. Von hinten mit dem Messer so. Nee. Ja, aber dann, ab da war das Thema eigentlich aber auch erledigt. Ich habe dann, die drei mit den längsten Haaren, einer war ich. Manchmal hast du noch ein bisschen mehr Produkt drin, dann hast du die hier noch länger und hast die so fluffig. Produkt? Ja, so ein bisschen Produkt. Was ist denn Produkt? Na, so ein schaumfestiger und Knopf. Nein, sowas habe ich nie drin. Wenn ihr übrigens auch Fragen habt zu Helges Haaren, dann könntet ihr Bierdeckelchen schreiben. Ich sehe, hier vorne wird schon geschrieben, ohne Aufforderung. Das ist aber toll. Findest du dich selber eigentlich schön? Oh ja.
Denkst du manchmal, stehst du vorm Spiegel und denkst, eigentlich bist du, siehst du gut aus? Nee, ich, wenn ich mal da hingucke, dann denke ich, ich sehe mal wieder fantastisch aus. Das ist schon ein Unterschied. Gut. Woran und siehst du das dann? Im Vorbeigehen in der Schaufensterscheibe in der Fußgängerzone. Denke ich, boah, wer ist das denn, denke ich dann. Und wusstest du eigentlich, dass im Vollbad, ne, ja, mehr Fäkalienbakterien drin stecken als auf jedem normalen Klo? Ja, das wusste ich. Aber seitdem ich das gelesen habe... Stimmt das wirklich? Ja, aber seitdem ich das gelesen habe, kann ich euch Jungs gar nicht mehr so... Nee, nee. Ich finde es nicht mehr so sexy. Das ist aber nicht schlimm. Nein. Ich habe nur gedacht, woran liegt es? Und das konnten die nicht erklären. Sie haben nur diese Probe genommen und haben festgestellt, dass in einem Bad, normalen Bad, und die wissen auch nicht, wie das Fäkal heißt, der Arschbakterien, also ja, alles, was auf dem ich Klo sag dir, wie so das ist. Passiert. Wie denn? Ich glaube, dass die Leute, das mache ich nicht, die gucken im Klo, wenn die gerade gemacht haben, ja, und packen da mit der Hand rein, ob das auch wirklich stimmt. Nee, ich glaube, da reicht es den Arsch. Und machen dann irgendwie so komisch, weißt du, so. Bist du eigentlich, würdest du sagen, du bist ein Frauentyp? Also, jetzt mal ganz ehrlich, was ist das denn für eine Frage? Nee, das ist doch klar. Bist du? Ja, weil sicher. Weil du so witzig bist, weil Frauen nein, immer sagen, nur Mann vom muss Aussehen Humor her haben. Ja, aber du bist ja der Prototyp für uns Frauen, die wir immer sagen, uns ist es wichtig, dass der Mann Humor hat. Ja, aber die Frauen, die das sagen, wenn, das steht ja in so Frauenzeitschriften auch. Ne? Nee, das sagen wir am Frauenstammtisch überall. Ja? Alle wollen witzige Männer. Das, so, jedes Model sagt doch so, ja, mein Freund, der muss Humor haben. Ja, meine ich. Und der muss ja? gut aussehen oder so. Und, aber die haben ja oft auch gar keinen Humor, dann, die sowas sagen. Die wissen ja gar nicht, was das ist. Und wenn man dann wirklich kommt mit dem wirklichen Humor, dann sind die völlig überfordert. Die ne? Verstehst du? Die fühlen sich dann irgendwie nicht wohl. Das glaube ich. Bist du ein guter Tänzer? Ja. Ne, ehrlich. Ja? So richtig? Ja. Warst du mal in der Tanzschule? Nee, ich mache einen Solo-Tanz auch immer. Aber auch wollen wir in der Musik Gruppe machen? Wir machen jetzt mal Musik. Ja. Helge. Oh. Ich trinke noch einen Schluck, ne? Hier wird's warm jetzt für dich, muggelig warm. Mhm. Wir singen jetzt irgendwas mit Sommer, Sonne, Kaktus, ne? Bist du gerade dagegen? Nee. Nö. Ist was passiert? Nee, jetzt nicht anmachen, bitte tu's nicht. Wir kriegen's nicht wieder aus, bitte tu's nicht. Ich mach Folgendes, ich halte für dich Pappen. Ja. Ja? Guck mal. Test. Es ist ja dein Lied, ne? Ja. Und das Lustige ist, Helge, es ist dein einziger und erster Nummer 1 Hit. Ja. In Germany. Richtig, richtig. Warum? Weil ihr mitten im Sommer veröffentlicht habt, oder was? Nö, weil der Song einfach unheimlich gut ist. Lief gut. Ja. Er lief wirklich gut. Ja, lief gut. Ach, wie toll. Und das Dumme ist, ich weiß den Text nicht mehr richtig, deshalb sitzt du da mit so, und deswegen sitze ich jetzt hier und kannst du das so ein bisschen überhaupt lesen? Da na, klar. Kommt man ja gar nicht, ja, aber wieder in die richtige komm Zeile. Mal. Nee, kommen wir schon. Würde die Band schon mal so anfangen? Sommer, Sonne, Kaktus, pink Fingerball on the beach. Blauer Himmel, gute Laune, and the beautiful girl auf dem Schoß. Never, never go to work, lieber Holiday. Die Gitarre um Hals schnell gekämmt, ja, das ist the way. Sommer, Sonne, Kaktus, Paella in the Bauch. Blauer Himmel, gute Laune, ja, das ist hier der Brauch. Sommer, Sonne, Kaktus, no more come nach Haus. Sommer, Sonne, Kaktus, ja, ja, der Holiday ist niemals aus. Never, never go to work, lieber planschen und sich anziehen fein. Look the girls on the po, bei the schöne Sunshine. Sommer, Sonne, Kaktus, Paella in the Bauch. Blauer Himmel, gute Laune, ja, das ist hier der Brauch. Instrumental, da 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 da, ja da 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 na 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 na. Sommer, Sonne, Kaktus, hey. Sommer, Sonne, Kaktus, Sommer, Sommer, Sonne, Kaktus, Sommer. Sonne, Kaktus.
Sommer, Kaka-Kaktus, Sommer, Kaktus, Kaka-Kaka-Kaktus. Haben wir Bierdeckel denn? Und war das denn jetzt ja schon so viele? Willst du hier zu mir hochkommen? Ja, bin schon. Ich gerade, ja. Ich glaube, hier ist so ganz. Pass auf, dein, das Bier steht hinter dir. Das war echt Nummer 1 in Germany. Ist wahr, ne? Kann, ja, man fragt sich, ne? Ist ja ein schöner Song, aber. Ja. War Katze Klo war nie Nummer 1? Ich weiß das nicht. Weiß ich gar nicht. Ich dachte, du doch wusstest auch, das war vielleicht. Nummer 1. Ach so. Nee, da war die ganze LP, also die CD war Nummer 1. Damals auch LP. Helge? Oh Gott, wenn du dich für ein Instrument entscheiden müsstest, welches wäre... Skalpell. Hast du ein Double? Ja, ich habe ganz viele Double. Lindenberg hat ja ein Double, aber du hast keins. Genau. Der Lindenberg hat ganz viele Doubles. Ich hab neulich mal, aber du kannst ihn aber besonders gut. Neulich bin ich mal in so einem Hotel, habe ich gedacht, bin ich so vorbeigelaufen in Berlin, am Hotel vorbeigelaufen, habe gesagt, ach, da ist ja der Udo drin. Dann bin ich da reingegangen, da kamen 20 Udos auf mich zu. Ja. Hey, der Helge, komm hier, Autogramme geben, Foto machen. Und ja. Udo war selber nicht dabei. Das heißt, ich war selber nicht dabei. Kannst du auch mit dem Penis Klavier spielen? Ja, das kann ich. Hast du es mal probiert? Ja, nur Beethoven. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Ganz einfach. Ach, warte, muss man was eben. Was ist denn da lustig? Es, man stellt sich halt immer vor, wie du das machst. Es erzeugt natürlich Bilder. Ah, Entschuldigung, ich, wenn ich einen Penis hätte, ich würde nur so einen Scheiß machen. Na sicher. Glaubst du an UFOs? Ach. Ich würde sagen, ich glaube nicht an UFOs, wenn ich nicht selbst eins gesehen hätte schon. Ist gut. Den hast du schon mal gemacht, bestimmt. Nein, nein. Würdest du in einem Porno mitspielen? Selbstverständlich. Als Pianist ist jeder Film eigentlich gut. Wärst du gerne eine Frau? Nee. Das ist jetzt keine Beleidigung. Aber ich möchte keine Frau sein. Ich muss auch sagen, ich habe manchmal auch ein bisschen Penisneid. Ich glaube, es ist, weil der immer so vor einem rumhängt. Ja, und man hat das mehr nervt so, auch. Das nervt auch. Ich kann mehr machen damit. Oder nee, nee, schneller. So viel, nee, so man viel kann man schneller, auch. Aber schneller. Ja, das ist aber so empfindlich, weißt du? Ja? Ja. Der eine sagt so, der andere sagt so. Gibst du deinem Hund Küsse? Hast du Hund? Wusste ich Küsschen gar nicht. Auf den Mund. Nee, habe ich noch nicht gemacht. Weiß ich nicht mehr. Kann sein. Ich hatte schon mehrere Hunde in meinem Leben. Ja? Ja. Geht man eigentlich damit um? Danke. Weil ich hole mir ja im Januar einen Hund, ne? Nee. Ja. Was denn und für ein Hund? Und wie geht das? Darf ne? ich nicht sagen, weil dann schimpfst du und findest mich ganz schrecklich. So. Ist doch egal. Ich hole mir jedenfalls einen Hund, ne? Oh, ja. Und jetzt habe ich so Angst, wenn man den hat. Erstens, nachher beißt dass der, alles ne? schlimm ist. Das ist so schlimm, weil man muss ja so Verantwortung doch übernehmen. Ja. Das kenne ich ja gar nicht. Ich habe keine Kinder, nix. Ich muss für nix Verantwortung übernehmen. I'm ja, für free. Einen Hund fangst du, warum fängst du nicht klein an mit einer Tanzmaus oder einem Hamster? Oder noch besser, ein Reptil? Ich glaube... Mit dem Hund musst du immer spazieren gehen morgens, ne? Ich träume halt immer schon, dass der tot ist und so. Und ich habe den noch gar nicht. Ach. Ich träume jetzt schon, dass Nein. der verhungert bei mir, weil ich den vergesse. Also ich kann nur sagen, mein Vater ging jeden Morgen um 5 Uhr mit unserem Dackel spazieren. Das muss man wollen. Mhm. Das hört sich sehr deutsch an. Ich kann mir vorstellen, wie der in den 60ern mit diesem Hut und Mantel mit dem Dackel spazieren ja. ging. Wann wirst du jähzornig? Wird Helge Schneider nicht mal jähzornig? Oh ja, ich bin ein sehr jähzorniger Mensch. Glaube schon als Kind hat man mir nachgesagt. Ja? Ja. Ja, ja. So mit bin so sehr jähzornig. So mit zumachen und die Zähne ja, zusammen. Ja, ich werde dann zum Gruselschocker. Also, du erkennst mich nicht wieder. Du brandgefährlich. Taekwondo, Karate, alle Kampfsportarten habe ich ja drauf. Und wenn ich dann jähzornig bin, schlage ich alles kaputt.
Nein, war nur ein Witz. Ne? Und was bringt dich eigentlich, das würde mich auch mal interessieren. Mich bringt nichts aus der Ruhe. Nee, aber zum Lachen. Gibt es da nicht irgendwas, nicht. Was ja, ein Helgeschneider witzig findet? Ja, irgendwas? So Sachen, worum man im Alltag drüber lacht. Ich weiß nicht, was das ist. Und über dich auch? Manchmal vielleicht sogar auch, weiß ich nicht. Ich sehe mich sowieso auf der Bühne oder im Film immer in der dritten Person. Ich sage dann immer der. Und mir ist aufgefallen, meine kleinsten Kinder sagen dann immer, guck mal da, Papa, Helge Schneider. Oh. Bin mir nicht sicher, ob die das wissen, dass ich das bin. Ist das lustig. Stones oder Beatles? Habe ich heute doch drüber nachgedacht. Echt? Ja, im Auto habe ich überlegt, was fand ich eigentlich an den Beatles gut? Ich fand damals die Stones besser, weil die mehr rudimentär waren, weil die Rock'n'Roll gespielt cooler haben. Cooler ein bisschen, ne? Cooler. Mhm. Und dann wurde mir dann so ein bisschen zu schickimicki eine Zeit lang. Und bei den Beatles fand ich dann aber auch letztendlich, wenn ich jetzt zurückdenke, gibt es tolle Kompositionen. Die sind einfach, da war mir ganz egal, es war mir damals egal, ob das die Beatles sind. Wenn man zum Beispiel Something gehört hat in einer Diskothek und hat getanzt oder so, dann wusste ich das gar nicht jetzt genau. Sind es die Beatles Something? Oder wer weiß das? Gibt's das? Das gibt's doch gar nicht von Gibson. Doch? Wie geht denn das? Something in a way. Du kannst das TH auch überhaupt nicht aussprechen, ne? Kannst du nicht. Something in the way. Weil du kein Englisch hattest? Ich hatte Englisch. Nee, ich hatte nicht nur Englisch, ich hatte Latein. Das hat mich natürlich... Wenn man Latein kann, dann kann man auch Arzt werden. Das habe ich damals gedacht. Ne? Hast du Arzt auch mal probiert? Ich habe eine Arztlehre gemacht. Helge. Ist dein Friseur gestorben oder warum schneidest du dir die Haare selber? Ich? Ja. Ich muss in der Tat sagen, dass 1968 war ich zum letzten Mal beim Friseur. Nee. Der gefiel mir nicht. Der war irgendwie komisch. Der hat mir die Haare irgendwie scheiße geschnitten. Traumatisiert hat der dich? Ja. Ich hatte einen Zettel mit früher, wo drauf stand Fasson kurz. Das hatten meine Eltern mir draufgeschrieben und 1,50 Mark da reingetan. Und das sah nicht gut aus? Und das war das letzte Mal, habe ich gedacht, nee, so einen Haarschnitt will ich nicht mehr haben. 1,50 Mark? Ja, 1,50 hat das gekostet. Oh, toll. Das war billig. Hättest du noch mal Bock, jetzt Musik zu hören, Helge? Und zwar ohne, dass du selber mitmachst. Oh ja, gerne. Erträgst du das? Interessiert dich Musik, die andere machen? Ja, ich gehe sogar auf Konzerte. Ehrlich? Ja. Manchmal? Ja. Heimlich? Nö. Musst du dich so ein bisschen verkleiden mit Sonnenbrille und Hut, damit die... Nee, ach Quatsch, muss ich doch gar nicht. Oder sind das eher so Jazz? Alles. Ich war schon überall. Rolling Stones, Mark Owen. Ach so. Britney Spears habe ich geguckt. Nee, warum? Frank Sinatra, Sonny Rollins, alles durcheinander. Mit deinen Kindern Britney Spears oder auch, ja, eine meiner Töchter wollte mal zu Britney Spears. Warte, willst du runter? Guck mal, das soll ich ist helfen? Mo. Und hab! Hallo. Hi. Mo und Mo, begrüßen wir Mo Tripp! Super Empfang. Dich weiter rüber bewegen. Ich gehe da wieder hin. Motrip ist natürlich doof. Motrip, oder? Oder wie nennt? Motrip, ja. Wie sagst du? Motrip. Aber Mo und Mo darf man so sagen. Dein ganzer Name ist Mohammed, glaube ich. Genau. Ich höre seit Monaten ein unheimlich schönes Lied im Radio. Wir haben euch angefragt und ihr habt gesagt, wir kommen vorbei. Und deswegen spielen wir das jetzt. Sehr gerne, danke. Lass die anderen sich verändern, bleiben so wie du bist. Okay, bevor wir es jetzt... Oh mein Gott. Fangen wir an. 3, 4... So, danke für die netten Worte gerade. Gerne. Ich hoffe, dass deine Show so bleibt. Sie ist quasi. Gefällt dir? Sehr, sehr. Ich bin so, wie ich bin. Gott sei Dank hast du nie kapituliert. Denn als du mich mit nach Hause gebracht hast, war Mama und Papa schockiert. Ich hab deinen Hund Gassi geführt und gerne das mit der Krawatte probiert. Und dennoch waren sie der Meinung, ich wäre nur ein Assi, der gern mal die Fassung verliert. Die anderen fragten dich, passt der zu dir? Kann er sich überhaupt artikulieren? Um mich über Wasser zu halten, hab ich diese Leute im Taxi kutschiert. Ich hab vieles versucht, Mappen kopiert, Akten sortiert. Auch wenn es nicht zu meinen Aufgaben zählt, hab ich meinem Chef sogar Kaffee serviert. Praktikum da, Praktikum hier. Nur leider hab ich mich bis heute nicht immatrikuliert und dann Mathe studiert. Damit ich dir besser gefalle, Schatz, hätte ich alles probiert. Sie sagte zu mir, lass die anderen sich verändern und bleib so, wie du bist. So, wie du bist.
so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. Ich mag dich so wie du bist, ich brauch dich so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. So wie du bist, so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. Ich mag dich so wie du bist, ich brauch dich so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. Du bist so wie du bist, die Liebe, sie liegt wohl in deiner Natur. Genug von den Normen, fast jeder versucht dich zu formen, schon seit der Geburt. Business und Kohle, Fitness und Mode sind nur ein Teil der Tortur. Bleib wie du bist, denn für mich ist deine Erscheinung Bereicherung pur. Und bleiben sie stur, lass sie nichts sagen, denn deine Figur ist mehr als perfekt und deine Frisur braucht keinerlei Kur. Ich meine ja nur, ich komme aus einem anderen Land, passt das zusammen mit deiner Kultur? Am Anfang war keiner so wirklich begeistert, dass sie von uns beiden erfuhren. Vergiss mal den Zeiger der Uhr, bleib lieber in deiner eigenen Spur. Du hast begriffen, ich bleibe, drum lässt du mich guten Gewissens alleine auf Tour. Ich leiste den Schwur, Seite an Seite mit dir, ich meinte zu ihr, lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. So wie du bist, so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. Ich mag dich so wie du bist, ich brauch dich so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. So wie du bist, so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. Ich mag dich so wie du bist, ich brauch dich so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. So wie du gehst, wirbelt jeder Schritt Staub auf, Staub auf. Ich glaub, mit dir kann ich Luftschlösser aufbauen, aufbauen. Du kennst meine Fehler und alle Details. Und auch wenn ich nichts sage, weißt du Bescheid. Ich will nur, dass du nicht vergisst. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. So wie du bist, so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. Ich mag dich so wie du bist, ich brauch dich so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. So wie du bist, so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. Ich mag dich so wie du bist, ich brauch dich so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. Mutre! Dankeschön! Dankeschön, ganz lieb von Kapitän uns. Kapitäne Faust. Hey. Vielen Dank. Ganz toll. Ich finde auch, ich bin immer so ein bisschen empfindlich, wenn man zu viel Message reinbringen will. Aber das geht mir so ans Herz, diese Message zwischen... Danke sehr. Ich bin der Mohammed und jetzt komme ich immer nach Hause zu Sabine und dann gucken wir mal, was passiert. Ja, wirklich kam, ganz toll. Ich kam damals also, nach Hause und ja. War ein bisschen so wahrscheinlich. Ja, vielleicht steckt es deswegen so da drin. Man sieht es so auch viel im Freundes- und Verwandtenkreis und es steckt in vielen von uns ganz definitiv. Toll. Extra Applaus dafür. Mutschel! Toll, toll, toll! Ja. Bist du manchmal, wenn du so moderne Musik hörst, ne? Ja. Denkst du dann, Mensch, wenn ich auch mal noch mal jung wäre? Nee, da habe ich auch gar nicht dran gedacht bis jetzt. Nee. So Facebook und Scratchen noch mal. Ja, genau. Kannst du eigentlich Blockflöte spielen? Ja, ein bisschen. Warum? Ja, habe ich gelernt. So. Als Kind, ich mir selber oder was? Beigebracht. Nee, mir selber beigebracht. Wenn man Saxophon spielen kann, dann. Vielleicht kennst du ja unseren. Ich würde gerne unseren nächsten Gast reinholen. Ja. Und ich habe die desinfiziert vorher. Ja. Und vielleicht kannst du da gleich mitspielen. Komm, ja, wir fangen mal an, den ihr hör mal, ob du es kennst. Kennst du das? Ja, ich weiß aber nicht mehr woher. Ich freue mich auf unseren nächsten Gast. Sein Hauptberuf ist eigentlich, sich wahnsinnig aufzuregen. Worüber? Meistens über IKEA oder über Hannover oder über Politik. Aber am meisten regt er sich auf über den Schlager. Und da sage ich, yes, 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 begrüß mit mir Wolfgang Trepper! Ich möchte Bier. Du kriegst sofort Bier. Darf ich mein Mikro wieder weggeben? Du kriegst sofort Bier. Guck mal, du hast auch den Fäkalbart.
Alle. Man kriegt sie gar nicht wieder ein. Der ist neu, oder was? Der ist neu, ja. Der ist vom Urlaub übrig geblieben. Aber steht dir gut. Siehste? Sag mal, du kommst aus Duisburg? Ja. Und du kommst aus... Oh, bist aber laut. Bist immer so laut? Kommt drauf an, also... Und wenn du ja sagst, sagst du ja? Ja. Ja, ich sage ja, weil wir haben da vorhin schon drüber gesprochen. Ja, ihr kennt uns schon. Ja, wir kennen uns. Von wir hinten, kennen uns aus einem Duisburger Jugendheim. Kann man das sagen? Jugendheim? Ja, Jugendheim. Aber du warst doch Schuppen. Schuppen, sagen wir Schuppen. Ein selbstverwaltetes Jugendzentrum. Jawohl, das Eschhaus in Duisburg. Das war so links, da würde Sarah Wagenknecht wegen Rechtsradikalität rausgeschmissen. Ja, das stimmt. So links. Du wohnst ja jetzt aber in Hamburg. Ja, und in Duisburg. Ich habe da immer noch eine Wohnung. Da bestehe ich drauf. Weil ich habe gehört, in Langenhorn. Da zahle ich 2 Wohnsitzsteuern in Duisburg. Ist es dir wichtig, sich wieder zu setzen, oder was? Ich wollte mich da hinsetzen. Ja, dann geh, aber das kann. Ihr wolltet es doch hinsetzen, oder? Ja, komm, wir setzen uns jetzt. Ja, müsst ihr doch nicht. Ich habe das auch in meinem Fernsehen gesehen, dass die immer da sitzen. Ja, ja, machen wir jetzt. Muss man hier draufdrücken, wenn man antworten will? Nein, da. Ach so. Aber das kann, man kann auch einfach nur antworten. Man muss da gar nicht draufdrücken. Danke. Das ist aber unangenehm an den Knie hier. Ja, findest du auch, ne? Ja, aber furchtbar. Können wir noch eine Decke haben für die nächsten Mädchen hier heute Abend? Mach dazu. Alter. Hast du eigentlich einen schlimmen Blutdruck? Nö. Wie kommst du da drauf? Weil du dich so aufregst und so laut bist. Und dann denke ich immer, das heißt ja, dein ganzer Körper jagt sich ja so hoch den ganzen Tag. So blub, blub. Ja, auf die Idee bin ich noch nie gekommen. Nö, ist alles in Ordnung. Und wenn du zu Hause privat bist, bist du da auch so aufbrausend? Wenn kommt du drauf Hause, an. Brauchst du was vom Kaufmann und dann sagst du, ja, wir brauchen einen Bär. Brauchst du was vom Kaufmann? Das bekommen Sie ganz frisch bei Ihrem Kaufmann um die Ecke. Aber sagt man das nicht so? Was sagt man denn, wenn man stehst du morgens auf und sagst, oh, heute ist ja Freitag, da muss ich mal zum Kaufmann. Was sagt man denn sonst, Discounter oder zum... Einkaufen, sagt man. So, einkaufen. Ich gehe einkaufen. Das wäre richtiger. Also wir sind normale Menschen und wir sagen, ich gehe einkaufen, brauchst du was? Und dann sage ich, nee, kaufe ich mir selber. Ich wollte eigentlich mit dir über Ikea sprechen. Ich hasse Ikea. Oder schneiden wir es eh wieder raus? Gut, reden wir über ein schwedisches Möbelhaus, dessen Name keine Rolle spielt. Okay. Hin und wieder fahre ich dann mit einem Automobil aus Wolfsburg hin. Okay. Und erfreue mich an den Teelichtern, die die da haben. Das ist doch nicht witzig. Oh. Teelichter bei Ikea. Jeder Depp geht mit Teelichtern bei Ikea raus. Meine Freundin sagt, wir gehen mal zu Ikea. Und dann kommt die mit 600 Teelichtern. Bei uns zu Hause sieht das aus wie am Opferstock vom Kölner Dom. Das, und da ist auch so warm da. Hast du eigentlich, wenn du so über Schlager hatest und so, ne? Hast du eigentlich schon mal so Morddrohungen gekriegt von so echten Schlagerfans? Die schlimmste Sache, die ich je gemacht habe, war über Heino. Und der kommt regelmäßig ins Programm und aber freut Heino sich ist ja auch schmerzfrei. Also Heino kannst du ja mit allem bewerfen, der macht ja einfach weiter. Und ja, ich glaube nee, das stimmt auch, nicht. Der hat alle anderen, die irgendwas über ihn gemacht haben, hat er verklagt. Mich nicht. Ja. Aber danke schön. Sie können schon eins anzapfen. Und man hat mir versprochen, hier dürfte man Bier trinken. Das ist, damit bin ich hierher gelockt worden. Machst du aber doch auch. Wenn ich gewusst hätte, wie kalt das ist, hätte ich gefragt, ob es Glühwein gibt. Also deswegen prangere ich das an, aber du bist natürlich auch ein bisschen Spalter, weil manchmal lernst du die dann kennen, ja, die Schlagersänger, die das du stimmt eigentlich hast. Und dann lernst du die kennen und sind die natürlich so nett. Ja, das ist scheiße. Und dann, was heißt das für dich? Dann hörst das du dann auf? Das ist scheiße. Auf? Nee, aber dann kann man das nicht mehr so machen, weil Heino habe ich kennengelernt und der ist wirklich super nett. Und es gibt nur eine Ausnahme, den fand ich als immer ganz grauenvoll und da habe ich Sachen drüber gemacht und dann habe ich den kennengelernt. Und da habe ich gesagt, siehste, hast du doch recht gehabt. Aber ich sag nicht, wer es war. Und das Lied Anita kennt sowieso keiner. Und das, du weißt nicht, wer Anita gesungen hat? Wer ist das? Anita. Ach so. Ach, den hast du kennengelernt? Mhm. Und er war nicht nett? Nee. Nee.
da war eine Fernseh-Live-Sendung und da habe ich was zu dem Lied gemacht. Carolina, komm, Carolina, komm, komm, Carolina, komm mit nach Theben. Immer nur mit dir, immer will ich mit dir dort leben. Nicht so schlecht, weil ich kenne ihn doch. So, Carolina, komm, Carolina, komm, komm, Carolina, komm. Du kennst doch alles. Theben. Ja. Ich kenne die alle natürlich. So, und da habe ich gesagt, da wollen wir mal festhalten, Theben war eine Stadt, in der Frauen keinen Zutritt hatten. Da lebten nur Männer. Und Costa Cordalis will eine Frau nach Theben holen. Was will er da wohl mit ihr? Und dann habe ich gesagt, Costa Cordalis macht sich also der Zwangsprostitution schuldig. Und das fand er nicht witzig. So, naja gut, das ist natürlich... Wieso? Ach, weiß ich nicht. Eine Frau in der Stadt, wo nur Männer sind. So ja, naiv kannst du doch gar nicht sein. Ja, das ist ein Grieche, der braucht Geld. Warum bist du Hardrock-Kaffeesüchtig? Das bin ich noch nie gefragt worden. Das stimmt aber wirklich. Wenn ich in einer Stadt bin, in der ein Hardrock-Café steht und ich komme da nicht hin, werde ich ulkig. Dann werde ich auch schon mal laut. Aber was, Hardrock-Café ist so 80er, oder nicht? Sag mal, du nörgelst nur an mir rum. Du auch. Willst du meine Frau werden? Das kann ja nicht wahr sein. Naja, ich nur am Meckern. Einfach nur zurück, aber Hardrock-Café, ich glaube, ich kann behaupten, ich war noch nie in einem Hardrock-Café. Ja, dann sei doch ruhig. Ich dachte, das ist doch wunderbar. Ich dachte, das wäre so wie das Schweinske, weißt du, wo so ein Touristending. Hardrock-Café ist doch ein Touristending. Hast du schon mal ein Schweinske in Miami gesehen? Nee. Das ist doch völlig bescheuert, was du da sagst. Natürlich ist das ein Touri-Ding. Warst du schon mal im Hardrock-Café, weil du gesagt hast, da muss ich jetzt mal rein? Nee, war ich auch noch nicht. Also auf die Idee würde ich überhaupt nicht kommen. Ja, ich kaufe mir auch keinen Hund. Auf so eine Idee würde ich auch nicht kommen. Aber ich gehe in den Hardrock-Café und da gehe ich hin und dann kaufe ich dieses weiße T-Shirt und dann kaufe ich noch so ein Schnapsbinneken und dann habe ich in meinem Büro ein Regal, da darf keiner dran und da freue ich mich und sage, guck mal, da bist du überall gewesen. Und wie einer bringt mir eins mit, wo ich selber nicht war, das schmeiße ich sofort in den Müll, da kann ich nicht mit anfangen. Also dir geht es darum, wirklich irgendwann behaupten zu können, ich war in allen Hardrock-Cafés, fast allen. Das schafft man ja nicht. Wie viele hast du denn, wie viele Shirts hast du denn da liegen jetzt? 40. Also davon sind 30 aus deutschen Städten. Krefeld, Hardrock-Café. Du hast überhaupt keine Ahnung, ne? Eins aus Linz. Du hast wirklich überhaupt keine Ahnung. In Deutschland gibt es nur Hamburg, München, Berlin, Köln. Ende der Fahnenstange. Und dann endlich kriegt man Bier. Dankeschön. Und Prost. Das deint. Ja, dann mein. Das deint. Prost. Gut. Gut. Es gibt nur viel in Deutschland. Was für ein bescheuertes Hobby. Das ist doch kein Hobby. Ich nehme doch keinen Urlaub und fahre da. Über Hobbys unterhalten wir uns, wenn ich dich morgens um 5 mit deinem Köter an der Alster treffe. Dann können wir uns da gerne drüber unterhalten. Das ist Liebe da. Das ist Liebe. Der Hund, der gibt mir ja dann was. Ja, natürlich. Und weißt du, warum ich einen Hund haben will? Ich weiß auch, was der dir gibt. Und was der dir gibt, das musst du dann mit so einem Beutel machen. Das gibt er dir. Deswegen will ich ja einen kleinen Hund, damit der Haufen nicht so groß ist, wenn er noch so warm ist und man muss da so rein. Ja, musst du aufpassen, dass du den Hund nicht mit drin hast in dem Beutel. Nein, das ist doch. Ich gebe ja zu, dass das eine Macke ist. Eigentlich muss der Hund so groß sein, dass wenn der irgendwo ein Häufchen macht, man das so eben wegkicken kann. Also, ja. Dass man, der muss Trockenfutter kriegen, dass der Köttel hart ist. Ne? Der macht den Köttel, den muss man ihn so unterm Busch kicken. Den Köttel, nicht den Hund. Das wäre, glaube ich, ganz schön gut. Der Trockenfutter? Du kochst nicht für den? Nein, ich würde für meinen Hund. Ich koche ja nicht mal für mich. Ja, ich gehe mit meinem Hund zum Italiener. So. Du gehst mit deinem Hund zum Kaufmann und sagst, was möchtest du denn gerne? Was kann der Kaufmann denn empfehlen? Nein, bitte nicht füttern, sage ich dann immer. Und fassen Sie bitte meinen Hund nicht an. Soll ich euch sagen, warum ich so gerne einen Hund möchte? Weil ich gelesen habe, so wie ich das mit dem Bart gelesen habe. Ne? Ja. Dass wenn man einen Hund anguckt, wenn Frauen Hunde angucken, kriegen sie Oxytocin-Ausschuss. Das ist ein Hormon, das ist sehr wichtig und macht quasi, es ist was beim Stillen. Ja, was machst und denn so. Du? Wenn du Kinder anguckst, hat man das auch, ich nicht. Aber Frauen, wenn die ein Kind haben... Und du guckst das Kind an, kriegen die Oxytocin-Ausschuss. Das ist, glaube ich, das
das Stillhormon. Ja, was macht das Hormon denn? Das Hormon macht glücklich. Und du hast. Es macht glücklich. Und wenn du einen Hund anguckst. Dann kann wo ich jetzt, billiger haben. Nein. Dann brauche ich keinen Optiziner. Es wurde jetzt festgestellt, dass der gleiche Effekt entsteht, wenn man kleine, möglichst niedliche Hunde anguckt, dann hat man als Frau auch Oxytocin-Ausschuss, also jetzt nicht Milch. Ja, dann kauft ihr doch einen Küken. Da funktioniert das nicht. Und bei Katzen funktioniert es auch nicht. Es funktioniert lustigerweise nur beim Hund. So, jetzt bist du baff, ne? Was lustig, ich alles hast lese. Du gesagt. Das kann doch einen schmettern. Ja, aber du liest die falschen Zeitungen, glaube ich. Nee, ich glaube, das ist gut zu wissen. Ich will einen haben, um zu gucken, ob das mit dem Oxytocin stimmt. Wenn es aber nicht stimmt, wo lässt man dann den Hund? So, bei mir nicht, das sag ich dir gleich. Ich nehme den noch nicht. Noch einen Platz? Nein, kein Platz. Wie viele Hunde hast du denn eigentlich? Weiß gar nicht. In meinem Leben hatte ich schon etliche. Aber im Moment, Im Moment habe ich nur vier. Was das allein an Hundesteuer kostet. Warum hast du... Nee, zahl ich doch nicht. Ne? Steuern. Wachhunde. Wachhunde. Hat man für Wachhunde keine Hundesteuer? Nee, du brauchst keine Hundesteuer. Brauchst du nicht. Der einzige Rehpinscher, der als Wachhund in der Stadt Mülheim durchgelaufen ist. Ne? Aber du wolltest was fragen. Ich wollte was fragen, woher kommt dein wahnsinniger Hass gegen Linsensuppe? Weil ich lebe eigentlich von Linsensuppe. Ich gehe zum Kaufmann und sage 10-mal Linsensuppe. Du weißt erstaunlich gut Bescheid. Ich hasse Linsensuppe wie die Pest. Also wirklich, wenn einer will, dass ich gehe, soll mir einen Teller Linsensuppe. Ich brauche bloß zu riechen, dieser Essiggeruch. Meine Mutter konnte unheimlich schlecht kochen. Und dann, irgendwann hat sie dann gesagt, ja, dann koche ich dir wenigstens mal eine leckere Linsensuppe. Grauenhaft. Linsensuppe, Graupensuppe, da renne ich meilenweit. Furchtbar. Warum bist du so über alle Maßen ordnungsliebend? Also so... Weil ich eine faule Sau bin und wenn ich keine Ordnung halte, finde ich erst recht nichts mehr. Aber du sagst also, so richtig. Was mich zum Beispiel die ganze Zeit aufregt, ist, dass das Heft nicht so liegt und das so daneben. Ja, aber das ist crank. Und das so, das muss so sein, das ist ordentlich, so kann man das durchgehen lassen. Da musst du mit zum Psychiater, glaube ich. So. Nee, aber dann finde ich alles. Meinst du, das ist auch eine Ordnung. Kleine nee, das andere. Ist nicht in Ordnung. Das ist ja nicht gerade. Guck, so ist gerade. So. Ist aber crank, oder würdest du nicht sagen, Helge? Und mein Best geht auch noch einen Schritt weiter. Das muss ganz exakt sein. Sonst werde ich verrückt. Machst du das auch so? Ach, ihr spinnt doch. Ihr verarscht mich doch. Nein, ich mach das so. Man kann sich doch nicht über alles aufregen und dann selber so krank im Kopf sein. Der Abstand muss gleich sein. Das muss alles ganz exakt sein. Ja, da hast du recht. Sonst wird man hier, das hier zum Beispiel, das könnte so eine Linie geben jetzt hier. Ja, aber dann muss es so sein. Sehr richtig. Aber dann muss das parallel dazu, das ist natürlich ganz schlecht hier mit dem Ding, aber das, so könnte man das stoppen. Naja, gut, ist nicht ganz richtig. Ich habe einen Kumpel, wenn ich mit dem in Duisburg, Meiderich, in eine Kneipe gehe, in so einen Pub, dann sitzen wir erstmal da und machen an der Theke Ordnung. Und dann fühlen wir uns wohl und dann darf der uns zwei Bier hinstellen. Aber die Henkel bitte an die gleiche Seite, weil sonst stimmt das ja auch wieder nicht. Ja. Aber du lebst doch zu Hause mit Menschen zusammen. Ja, sicher. Und was sagen die so? Ich bin bekloppt, sagen die. Und die, aber wenn die dann mit dir leben, machen die ja ständig wieder so und du musst dann immer wieder... Ich geh das nicht. Ja, das finde ich ganz schlimm. Doch. Und dann sage ich, nee, ist alles in Ordnung. Wenn ihr das richtig findet, ist ja gut, aber das wäre schon schön, wenn das... Also ihr wisst ja auch nicht und so. Und dann mache ich das wieder ordentlich und ich weiß, kurz danach ist das wieder so wie vorher. Und irgendwann werde ich mich deswegen umbringen. Glaubst du? Ich glaube, das ist der Anfang von irgendwas noch sehr viel Schlimmeren. Das kommt. Hast du heute Abend schon mal einmal was Nettes zu mir gesagt? Du zu mir? Ja, habe ich. Entschuldigung. Ich überlege gerade. Alleine das hier, ne? Guck mal hier, haben Sie das mal gesehen, mit wie vielen Farben das ist? Das ist ja völlig sortiert. Nee, es ist nicht sortiert. Das ist genau deswegen. Ach so. Ja. Es darf nicht sortiert sein. Ja, oder so. Nein, das ist schon in Ordnung. Was ist dann? Das ist super. Dann wird euch fast übel, oder was? Das ist eigentlich nicht schlimm. Aber du hast doch Kinder bei dir im Haus. Und Kinder machen doch alles. Ja, die werden dann geschlagen und dann machen die auch beim nächsten Mal ordentlich. Mein Gott. Und du bist doch eigentlich fast ein Messi. Also, das stell ich mir so vor. Ich weiß nicht, warum ich das denke, weil ich immer denke, du hast dir dass so viel Messi an, bin? Ja, weil ich immer denke, du hast dir so viel ans Bein gebunden und kannst es doch gar nicht wuppen. Und dann habe ich so eine Messi-Vorstellung immer von deinem Leben. Ja, ich hab wahnsinnige Unordnung, wo nur ich durchblicke. So, und deswegen glaube ich, du bist nämlich das Gegenteil von dem, was er hier gerade beschreibt. Nein, ich lege auch Teppiche gerade und so. Ich merke manchmal.
Ich hatte schon mal eine Putzfrau oder so und dann komme ich dann nach Hause und denke, irgendwas ist faul. Und dann war der Teppich schlaft dann anders oder so. Weißt du, sowas, ne? Das geht ja gar nicht. Passiert, ja, das ist eigentlich der Horror. Aber das ist echt Horror. Ich würde gerne wissen, was das heißt. Ja, wenn ihr eure Bierdeckelchen habt, sammeln wir die gleich ein und wir hören jetzt Musik. Und sie war vor ein paar Jahren schon mal da, meine Lieblingssängerin. Und ich freue mich so, dass sie noch mal wieder bei uns ist. Bitte begrüßen wir mit Tina Dicko! Schon in Tina, ich mach's extra, um dich zu ärgern. In Tina verliebt, ich kann mein Mikro eigentlich wegmachen, ne? Komm, wir setzen uns hier oben auf, obwohl es hier gerade so gemütlich ist, weil ja jetzt die Klimaanlage ausging. Ich habe die Klimaanlage für die Mädchen ausgemacht. Wo geht man hin? Du musst jetzt hier so, dass da die Beine hängen und dein Hintern quasi da sind. Ich hier und du da. Können wir das so machen? Hier dein Getränk. Ja, danke. Habt ihr noch was zu trinken, Jungs? Ach, jetzt ist dir kalt, hast du Mützchen auf, ne? Ja. Mach dich Andrea Berg im Piratenkostüm nicht geil. Andrea Berg im Piratenkostüm? Also ich finde, wenn man die Frau, die ist für deutsche Männer wichtig, weil
die kennen die Männer. So was hat jeder schon mal hackevoll nachts um 12:30 an der Theke in seiner Stammkneipe gesehen. Und alle Männer wissen, an Helene Fischer kommen wir sowieso nicht ran. Und deswegen machen die Andrea Berg an. Kannst du neben anderen Männern pinkeln? Ja, ich verstehe auch nicht. Ich habe davon gehört, dass andere das nicht können. Aber ich freue mich, wenn da diese Fußballtore sind. Und dann gucke ich immer, ob der andere trifft. Wissen Frauen nicht. Stimmt, ne? Das mit diesen Fußballtoren oder ist das eine mehr? Nein, das sind Fußballtore. Sag doch auch mal was. Das sind so Fußballtore im Pissoir. Und da muss man den roten Ball in den Winkel bringen. Und dann gucke ich immer, was die nebenan, ob die treffen. Und ich versuche in der Zeit, also Lasogga-artig, das Ding in den Winkel zu nageln förmlich. Manchmal klappt das. Trinkst du Tikatangas? Noch nie im Leben. Komm, wir ziehen es mal durch, wie so ein Schnelldings. Ne? Hast du Hämorrhoiden? Nein. Welche Schmerzmittel nimmst du? Überhaupt was? Keine. Ich brauche keine. Sind schon noch deine? Aber ich habe ein Imageproblem, merke ich gerade. Ja, anscheinend. Was hältst du davon, dass Helene Fischer auf ihren Konzerten die Toten Hosen-Songs spielt? Helene Fischer ist gestraft genug. Der liebe Gott hat ihr den Silbereisen ans Bein gebunden. Was ist dein Lieblingsschlager? Ja. Hast du einen Lieblingsschlager? Mein Lieblingsschlager ist Schmetterlinge können nicht weinen von Jürgen Markus. Aber den kenne ich gar nicht. Kennst du kennst Schmetterlinge nicht. Wie geht denn der? Den Schmetterlinge können nicht weinen, darum wein du auch nicht mehr um den einen. Bestimmt wird doch bald einer kommen, der dann auch hält, was er dir verspricht. Aber werde ich später mal googeln. Bist du neidisch auf Helges Frisur? Nein, wir sind jahrelang auf der Duisburg-Mülheimer Grenze zum gleichen Friseur gegangen. Ab wie viel Promille ist Schlager toll? Das kommt auf die Uhrzeit an. Eine Fete, die nicht funktioniert, ab 12:30 finden alle Fiesta Mexicana toll. Bin ich weg. Das ist wirklich so, aber ich muss ja auch nicht. Das kennst du sogar? Ja, das kenn ich. Ja, viel Fies. Gut. Da Fiesta, Hossa, Hossa. Ja klar. Ich bin laut. Okay, die Band fängt an zu spielen. Helga, das Sakrophon in der Hand. Hier drin, bei meiner kleinen, in der Müller-Haus-Band.